Einmal den hier, bitte machen ganz kaputt. Danke, Kanbei, du bist super. Ach Gott, hilft nichts. Leroy und Ryan da. Der hat da noch eine. Wie viele Artis kann man an einem Fleck haben? Heißt du Grit oder was? So, Kanbei hat den ersten Panzer. Den da oben mit Kanbei sowieso nur aufhalten. Wie der Späher von Kanbei den Medium Tank einfach mal eiskalt überlebt. Ist halt so, wenn man nur 40% vom Schaden kriegt. So, Nummer 1 ist weg. Wie nett von ihm. Ja, das reicht noch nicht, um die Power aufzublingen. Da oben steht auch gar nichts. Weg mit den Artis. Je weniger von denen da sind, desto besser. Oh. Jetzt aber. Tsunami! Ah, das ist interessant. So. Ich habe gerade mal nachrecherchiert, wo der... In welchem Computerspiel das erste Mal der Nebel des Krieges aufgetaucht ist. Okay. Das Spiel ist noch, kam 1977 raus und heißt Empire. In diesem Spiel wurde der Nebel des Krieges das erste Mal eingesetzt. Gut, dass ich das noch recherchiert habe, weil das hätte ich beinahe gesagt. Warcraft 3 hat die eingefügt, aber zu dem ist nicht so. Warcraft 3 hat zwar viele Sachen eingeführt, aber nicht alles. Richtig. Es hat zwar den Nebel des Krieges mit drinne im Spiel, aber mit Warcraft 3 wurde er nicht erfunden. So. Oh, da ist eine Kanone platt gemacht. Ja. Den Schlachtschiffen hier halt. Die habe ich hier schön in Reihweite hingestellt. Bei der Kanone wird das ein bisschen problematisch, weil da irgendwo in der Nähe noch ein Raketenwerfer steht und ich weiß nicht genau wo. Bei uns seine Geldprobleme immer. Er muss halt so viel bauen, kaufen, verkaufen. Da steht ja nicht mal irgendwas daneben, das heißt, der Speer ist da sogar sicher. Die Einheiten haben jetzt alle fast kein Benzin mehr. So, mehr kann ich aber mit Kanbei hier nicht machen.
gruppiert sich ja erstmal neu. Felder muss ich mich dann hin platzieren, dass ich das Ding dann wegschießen kann. Moment. Bevor du da weggehst, den da schieße ich kaputt. Ein U-Boot hat bald keinen Sprit mehr, das habe ich ja noch nie gesehen. Die Dinger verbrauchen ganz schön viel Sprit, wenn sie auf Tauchgang sind. Brauchen 5 Spriteinheiten am Tag, solange sie getaucht sind. Keine Atom-Boote. Nö, sowas gibt's hier nicht. Die waren ausverkauft, wie der Krieg angefangen hat. Eines U-Boots wäre mit einem üblichen Spritsystem gar nicht möglich. Ja, sie mussten halt irgendwie die U-Boote ausbremsen, dafür, dass sie halt die ganze Zeit dass sie halt nicht die ganze Zeit unter Wasser bleiben können. Also haben sie denen noch die Spritmechanik mit reingegeben. Der war von der U-Boot-Uwehr unter Wasser und hat plötzlich keinen Sprit mehr. Geht unter. Weg mit den Artis. Drake's Speer halten das nicht so schön aus wie die von Kanbei. Kanbei Speer hätte den Medium Tank jetzt locker überlebt. Okay. Als erstes mal, der muss hier weg. Da steht eine Arti, die ich relativ gut erwische. Je weniger Artis hier rumstehen, desto besser. Machen wir die da oben. Die andere kommt Kanbei noch ran. Moment, was habe ich gesagt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also, jup, das reicht. Und hier musst du hin. So.
Okay. Du gehst eher unter, wenn ich dich nicht hinhalte. Das heißt, du darfst zuerst. Sprit hatten der noch 16. Okay, der ist aber nicht gerade nicht untergetaucht. Oh, bin mir noch nicht sicher, ob ich vielleicht. Machen wir es so. Dann erwische ich meinen eigenen Speer nicht. Und die Arti nebenbei noch angeschossen. Und erwische hier trotzdem mindestens 5 Einheiten. Du fängst an hier zu capturen. Als wenn ich wüsste, ob die Wälder da leer wären. Problem ist einfach, ja, die sind sogar leer. Weg mit dem Rocket Launcher. Du stellst dich hier wieder als Decoy hin. Jetzt heißt es Panzer nach vorn. Ja, noch eine Black Wave. Ja, wenigstens kein Black Coffee. Braucht eh mindestens 2 Tage, bis ich mit den Schlachtschiffen das Ding da weggeschossen habe. Okay, er hat anscheinend keine Fernwaffen da unten, um meine Schlachtschiffe wegzuschießen. Das gefällt mir jetzt schon mal sehr gut. Einmal 44, zweimal 44, nächste Runde nur noch 11 und in der Zeit kriegt er niemals 2 Schlachtschiffe so weit runter, dass die nicht mehr genug Schaden machen. Selbst wenn er da jetzt noch ein paar Raketenwerfer hat, der bräuchte mindestens 4 Raketenwerfer, damit er beide kaputt macht, mindestens 3, damit er sie so wegschießen kann, dass sie nicht mehr genug Schaden machen können, und selbst dann wird's kritisch. Oh, was hat er denn da noch alles stehen? Auf jeden Fall hat das meiste davon nicht mehr genug Muni, um irgendwie großartig weit zu kommen. Einmal Arti weg. Hat er den. Okay, da steht was drin. Eine Infanterie. Was noch sonst? Der
3 HP dann. Okay. Nächste Runde habe ich es dann eh schon gewonnen. Nächsten Zug für Kanbei wird es dann eh schon nicht mehr geben. Okay. Ich glaube, wir machen es kurz. Fertig. Ist zwar jetzt nur ein B-Rang, aber ist mir auch schon egal. Ich mag die Mission sowieso nicht.